Genossinnen und Genossen, wichtig ist, dass auch wir eine Strategie haben, die auf der politischen Situation in Thüringen aufbaut. Auch in Thüringen ist es so, dass immer mehr Menschen sagen, wir wollen Althaus und die CDU nicht mehr. Wir haben Umfragen aus dem Sommer des letzten Jahres, die uns ganz klar zeigen, bei Althaus ist der Lack ab, immer mehr Menschen wollen den Wechsel in Thüringen. Und deshalb brauchen wir eine politisch überzeugende Strategie, wie dieser Wechsel darstellbar und erreichbar ist. Und deshalb hat der Landesvorstand mit deutlicher Mehrheit beschlossen, erstens, wir wollen Althaus und die CDU in Thüringen ablösen. Das ist unser Wahlziel, ganz klar. Und zweitens, der Wechsel soll unter Führung der SPD stehen. Wir wollen die nächste Regierungskoalition anführen. Wir werden keinen Ministerpräsidenten der Linkspartei wählen. Wir haben das Ziel, selber die Regierung zu führen. Und Genossinnen und Genossen, ich bin überzeugt, dass mit einer solchen klaren Ansage wir in der Lage sind, Wähler breit zu mobilisieren. Wir sprechen diejenigen an, die sich zwischen uns und CDU bewegen. Und wir sehen, wie wichtig diese Wählergruppe ist in Hessen. Das war die größte Gruppe, die zur SPD gewechselt ist, die Wechselwähler von der Union. Wir sprechen die an und sagen, wenn ihr SPD wählt, bekommt ihr auch einen SPD-Ministerpräsidenten und nichts anderes. Diese Sicherheit brauchen die Wähler für ihre Wahlentscheidung. Und wir sagen der anderen Gruppe, die sich zwischen uns und Linkspartei bewegt, auch klipp und klar, wenn ihr den Wechsel in Thüringen wollt, setzt auf die SPD, der Wechsel kommt nur unter Führung der SPD. Damit haben wir eine Strategie, die auf der politischen Stimmung in Thüringen aufbaut und eine möglichst breite Wählermobilisierung für die SPD ermöglicht. Genossinnen und Genossen, wichtig ist auch, dass wir inhaltliche Botschaften haben, hinter denen sich Menschen in Thüringen versammeln können. Wir haben in der Wahlanalyse in Hessen gesehen, für die Wähler gab es drei Themen, die ganz oben auf der Agenda standen. Das erste Thema war wirtschaftliche Entwicklung und Arbeitsplätze. Das zweite Thema war Bildungspolitik, Chancengleichheit in der Bildung. Und das dritte Thema war sozialer Ausgleich, soziale Gerechtigkeit, unter anderem die Frage der Mindestlöhne. Und Genossinnen und Genossen, das sind Themen, mit denen wir auch hier in Thüringen unsere programmatische Ausrichtung gestaltet haben. Etliche von euch waren in Schmalkalden dabei, als wir die Eckpunkte beschlossen haben für unser zukünftiges Regierungsprogramm. Und wer sich da noch mal schlau macht und da noch mal reinschaut, der sieht, das sind die Themen, mit denen auch wir hier in Thüringen in den Wahlkampf gehen werden. Anknüpfen, ich habe weder Angst vor Althaus noch vor Ramelow. Und diejenigen, die im Landtag sitzen, haben das auch miterlebt. Die Redeschlachten, die wir da hatten, die gingen meistens recht eindeutig aus. Und ich glaube, auch im Wahlkampf können wir gut Paroli bieten. Wir dürfen uns nicht verstecken und von vornherein sagen, da droht die Gefahr, CDU ist so stark, Linke ist so stark, sondern wir sind eine selbstbewusste SPD. Wir haben Ideen, wir haben Ziele, die wir vertreten, Ziele, hinter denen sich Menschen versammeln können. So sind wir 2006 in die Auseinandersetzung gegangen, in der Kommunalwahl, und wir waren erfolgreich. Wir regieren heute fast alle großen Städte in Thüringen. Deshalb kann ich nur sagen, lasst uns doch nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern lasst uns selbstbewusst Politik machen in Thüringen. Wir haben allen Grund dazu. Und Kuschelkurs, den wird Althaus mit uns nicht hinkriegen. Da gibt es klare Kante und wir haben genügend Themen. Das fängt an in der Familienpolitik, wo er versucht, mit einem Familienbild aus dem 19. Jahrhundert Politik für heute zu machen. Und er ist damit aufgelaufen und wir haben dafür gesorgt, dass er damit aufgelaufen ist. Das geht weiter in der Bildungspolitik, wo wir sagen, wir wollen, dass es in der Bildung gerechter zugeht, dass alle Kinder Chancen haben, dass nicht nach der vierten Klasse getrennt wird. Althaus klammert sich an dieses überkommene dreigliedrige Schulsystem. Althaus klammert sich daran, dass die Bundesländer den Wettbewerb um die beste Bildungspolitik so weiterführen wie bisher. Und da wird es klare Kante und klare Auseinandersetzung geben. Das Gleiche gilt für den Bereich innere Sicherheit. Die Thüringer CDU hat in dieser Legislaturperiode allein 600 Polizeistellen abgebaut. Da kriegen die klare Kante von uns. Die kriegen es nicht hin, eine Polizeireform durch den Landtag zu bringen. Seit 3 Jahren diskutieren die darüber, schlagen sich wie die Kesselflicker. Das sind alles Konflikte, die wir ausnutzen werden. Die Fehler der Vergangenheit sind nicht vergessen. Ganz viele Thüringer wissen noch, dieser Regierungschef hat das Blindengeld abgeschafft.
Durch den Druck der Straße muss das wieder einführen. Dieser Regierungschef hat den Kindergärten das Geld gekürzt. Dieser Regierungschef hat die Essenzuschüsse abgeschafft. Das sind alles Themen, mit denen wir in den Wahlkampf gehen. Und da gibt es keinen Kuschelkurs, da gibt es klare Kante. Und Althaus kommt nicht so durch wie Wulff, das verspreche ich euch. Richard, wer wie du behauptet, dass der Kurs, den ich vorgeschlagen habe, unweigerlich zum Machterhalt der CDU führt, der hat sich unweigerlich schon mit Platz 3 abgefunden und er kann unweigerlich eine Wahl gewinnen. Ich denke, wir dürfen uns nicht mit Platz 3 abfinden, sondern wir brauchen eine Siegerstrategie. Wir müssen eine starke, selbstbewusste SPD sein, die einen Machtanspruch anmeldet und sagt, wir können dieses Land gestalten. Und Genossinnen und Genossen, wir haben nach 2004, und ihr wisst, wie bitter das war, die Niederlage bei den Kommunalwahlen und bei den Landtagswahlen. Wir haben nach 2004 ganz viele gesagt, wir sind besser als dieses Wahlergebnis. Wir gehen nicht in die Knie. Und viele haben mir den Rücken gestärkt und haben gesagt, wir wollen, dass du weitermachst. Wir wollen das mit dir gemeinsam hinkriegen. Und ich finde, wir haben viel geschafft seitdem. Wir waren stärkste Partei bei den Bundestagswahlen 2005. 6 von 9 Wahlkreisen in Thüringen gewonnen. Und wir haben richtig abgeräumt 2006 bei den Kommunalwahlen. Wir stellen 8 von 11 Oberbürgermeistern in Thüringen. Die CDU hat gerade mal noch einen. Genossinnen und Genossen, da sind wir mindestens auf Augenhöhe mit der CDU. Und wir werden bei den Landtagswahlen gemeinsam zeigen, wir sind nicht nur auf Augenhöhe, wir haben am Ende auch die Nase vorn. Applaus